Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mage. Heute war ein bisschen anders, denn ich habe euer Feedback zu den letzten Stream-Zusammenfassungen ein bisschen gesehen und deswegen ist die heutige Stream-Zusammenfassung ein bisschen anders, denn das Ganze wird praktisch eine eigene Folge, wie ihr jetzt gerade sehen könnt. Also es wird eine komplett normale Folge und es gibt für euch den kompletten Stream bzw. die kompletten 2 Stunden, die wir gespielt haben, auf einer eigenen Videodatei, die hochgeladen wurde. Also ihr findet in der Videobeschreibung den Link dazu, dann könnt ihr euch das Ganze angucken, wenn ihr wollt. Ich habe nur leider nach dem ganzen Ding gesehen, dass da die ganze Zeit Musik im Hintergrund lief. Also ich selbst habe keine Musik gehört, also ich habe Musik gehört, aber ich habe sie nicht gehört. Und deswegen lief da die ganze Zeit Musik im Hintergrund. Also wundert euch nicht, wenn da irgendwelche. Ich habe gesehen, dass da irgendwo Kollege und sowas läuft, eigentlich was, das ich überhaupt nicht höre. Ja, aber wer das sehen will, praktisch den ganzen Stream könnt ihr euch angucken in der Videobeschreibung. Es sind da 2 Stunden und ich rede teilweise auch nicht so viel. Gerade am Ende habe ich, glaube ich, gar nicht mehr geredet, weil praktisch nur noch ich mit da war. Und ja, deswegen. Also schaut euch das gerne an, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten kriegt ihr jetzt eh gleich eine Zusammenfassung, wer sich für die 2 Stunden nicht interessiert. Aber ich habe eben von vielen gelesen, dass wir praktisch, ja, dass ich das noch hochladen soll, praktisch alles. Und eine der beiden Sachen muss ich eben machen, denn entweder ist das gerade ein bisschen laut, kann das sein. Oder ist es nur bei mir so laut? Das kann natürlich auch sein. Genau, eine der beiden Sachen muss ich eben machen. Entweder ich muss das Ganze in den Zeitraffer packen, damit ihr alles seht. Oder ich muss die Datei selbst hochladen. Deswegen lade ich sie jetzt so ungelistet hoch. Und die Leute, die sich es angucken möchten, die können sich es angucken. Und der Rest, der hat das dann praktisch so. Okay, ja, das Erste, was ihr sehen könnt, ist, dass ich angefangen habe, mir ein Haus zu bauen. Und zwar hier oben auf dem Hügel. Das ist noch nicht so super weit. Das war auch. Ich habe noch nicht wirklich eine richtige Idee, wie ich das Ganze bauen soll. Also mehr oder weniger, aber ich habe jetzt noch kein konkretes Haus. Ich finde das ziemlich cool. Das ist, glaube ich, von Christina. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Müssen wir mal gucken. Das müssen wir ein bisschen an unseren Style dann anpassen. Wir wollten ja alle mehr oder weniger denselben Style haben in der Stadt. Ja, aber ich weiß noch nicht wirklich, wie ich hier genau bauen soll oder kann. Meh. Okay. Okay, ich habe auch nicht mit dir geredet. Das ist alles gut. Genau, und dann habe ich hier schon mal angefangen, so ein kleines Lager eben mit reinzubauen, wo meine Sachen drin sind. Auch schon sortiert. Ziemlich cool eigentlich. Also Essen, Grünzeug, Rohstoffe, das müssen wir eh noch alles einschmelzen und sowas. Mob-Drop, Bauzeug und Roots. Ich denke, ich werde das so ein bisschen nach Mods sortieren, mehr oder weniger. Also, da müssen wir mal gucken, dass wir das alles so machen. Das wäre, glaube ich, relativ nice. Guck mal, Sage's Boots. Ja, meine Rüstung ist leider kaputt gegangen. Und da kann ich mir eigentlich mal. Achso, guck mal, ich bin gerade im Cheat-Mode. Erklärung dafür. Es gab einen Bug, in dem die Leute. Wie wird das geschrieben? Tape? Duct Tape? Ist das Duct Tape? Achso, Duct Tape. Okay. Ja, war ja fast richtig. Nee, also es gab einen Bug, wo die Leute praktisch ihr Zeug verloren haben, weil die Grabsteinmod nicht funktioniert hat. Das ist mittlerweile behoben. Das lag an einer anderen Mod, die hier eben mit drin war und die dann das Ganze so ein bisschen gecancelt hat. Denn normalerweise kümmert sich halt die Grabsteinmod darum, was passiert, wenn man stirbt. Und da hat sich die Welcome to the Jungle Mod drum gekümmert und deswegen war das dann nicht so gut. Aber jetzt funktioniert es wieder. Es kommt übrigens auch ein Pack-Update, beziehungsweise ist schon eins draußen für die Leute, die das vielleicht schon runtergeladen haben. Da ist das Ganze auch schon behoben. Und der Server wird auch noch geupdatet, ist er jetzt zwar noch nicht, aber kommt wahrscheinlich bald. Mache ich das so? Nee. Wie benutze ich Duct Tape? Rechtsehe ich das? Oh. Jetzt habe ich mir das einfach so gebaut, ohne zu wissen, was ich damit mache. Aber viele von euch haben eben gesagt, ich kann damit praktisch die Sachen reparieren. Aber es kann natürlich sein, dass die Rüstung damit nicht funktioniert, ne? Das wäre natürlich ein wenig doof, wenn das wirklich der Fall ist. Dass ich die damit nicht reparieren kann unbedingt. Oder brauche ich dafür noch mehr? Das kann natürlich auch sein. Aber sonst funktioniert es nicht so viel, ne? Nee, okay, gut. Dann lassen wir das erstmal hier drin und ich guck mal, ob einer von euch vielleicht so nett ist und mir in den Kommentaren erklärt, was das ganze Ding macht und wie es funktioniert. Dann können wir das auf jeden Fall noch benutzen. Wäre natürlich doof. Wäre sehr schade um die Hexedrüstung, muss ich mit dazu sagen. Ja, aber jetzt nochmal weiter zum Stream. Also Haus war eben eigentlich eher am Ende des Streams. Am Anfang ging es tatsächlich ein bisschen um PvP, was sehr, sehr cool war. Denn es waren mal mehrere Leute hier drauf und ich glaube. Genau, also wir sind erstmal rübergegangen zu Stadt. Was war das denn? Ich glaube Stadt Gelb. Ich glaube Stadt Gelb. Oh, die Leute von Sparks sind so laut. Na, er hat sich hier irgendwie so CEOs geholt, die aber die ganze Zeit super laut sind und Party machen. Und ich wollte ein Bett hier drin mal mitnehmen. Zack. Jaha!
Boah, ich töte den gleich, ne? Oder steht ein Zombie daneben? Gibt's aber leider nicht. Genau, aber am Anfang haben wir praktisch ein bisschen Action gemacht, ein bisschen PvP, weil die Leute online waren. Und dann gab's Basti, genau. Basti haben wir gekillt, was ziemlich cool war. Nur da gab's auch wieder einen anderen Bug, der mit dem Kleinen zu tun hatte, sodass das Gravepad nicht funktioniert hat. Denn das Gravepad ist praktisch so, dass man, wenn man stirbt, dann wird einem das Inventar wieder restored. Also man bekommt sein Inventar wieder. Und das hat nicht funktioniert, eben wegen der gleichen Sache von Welcome to the Jungle, wie das andere Ding auch. Und dann war das nicht so gut. Und dann sind, glaube ich, die anderen hier rübergekommen in die Stadt, also extrem verzockt und sowas, und haben ein paar von unseren Leuten getötet. Peter und ich haben ihn dann richtig, richtig lange verfolgt und dann wurde er irgendwann ausgelockt, weil er praktisch keine Spielzeit mehr hatte. Aber war trotzdem irgendwie sehr cool. Also, ja, hat auf jeden Fall gut Spaß gemacht, sag ich mal. War mal wieder geil. Und das ist halt echt krass, wie viel Action man eigentlich hat, ne? Also, das gefällt einem schon sehr gut. In dem neuen Update ist übrigens auch fast Leafy Care mit dabei. Und wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht Inventory Pads entfernen. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Beziehungsweise haben wir halt eine Abstimmung gemacht, weil Inventory Pads scheinbar sehr verbuggt ist. Also Basti hatte mehr was Probleme damit, dass zum Beispiel eben das Gravepad nicht funktioniert. Gut, da habe ich den Fehler jetzt gefunden. Aber dann gab es sowas mit dem Cloudpad, dass man zum Beispiel einfach an Fallschaden gestorben ist, wenn man gelandet ist und sowas. Oder das Chestpad, auf das konnte Basti nicht mehr zugreifen. Also lauter solche Dinge immer mal wieder. Deswegen hatten wir überlegt, ob wir das vielleicht ganz rausnehmen. Aber bleibt noch mit drin. Die Leute wollen es auf jeden Fall noch haben. Deswegen bleibt es noch drin. Das ist, glaube ich, ganz cool. Okay, ich wollte die Sachen hier auch noch mal wieder mitnehmen. Praktisch die ganzen Roots-Dinger. Wild Roots, Peresca Blossom, Moonglow Leaves, Aubergine und das hier. Ich hoffe, ich habe alle davon. Was ist das hier noch? Ist das auch irgendwas? Nee, Cotton Seeds. Mein Cotton ist auch ziemlich gut. Können wir, glaube ich, Strings draus machen. Aber sonst brauchen wir das für nichts. Nice. Und dann baue ich das, glaube ich, erstmal bei mir an. Ich weiß nicht, ob wir dafür ein eigenes Feld machen sollten. Oder halt was Gemeinsames so. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, es wäre ziemlich cool, wenn man das hier vorne hin machen könnte, ne? Oder natürlich ganz hier vorne dran. Also hier hat man ja so ein riesiges Plateau. Theoretisch könnte man hier auch wie einen Garten oder sowas hinmachen. Und da die Sachen anbauen. Wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Genau. Oh, außerdem habe ich so einen kleinen Geheimgang gemacht. Also, wir hatten gedacht, wir machen uns so eine Art Tunnelsystem unterirdisch in der Stadt, dass wir praktisch alle untereinander in die jeweiligen Wohnungen kommen. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und hier drunter ist praktisch ein Tunnel, der zum Peter geht. Der ist einfach nur so da, der Tunnel. Der ist noch nicht ausgebaut oder irgendwie funktional oder sowas. Das kommt dann alles irgendwann noch. Aber es ist theoretisch schon mal da. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und ist eigentlich auch ziemlich cool. Okay, also ich hätte gerne mindestens 2 Blöcke Abstand, glaube ich. Dann machen wir das erstmal so. Das heißt, wir machen hier mal ein bisschen was rein und ballern noch ein bisschen Erde mit dazu. Und dann können wir praktisch hier nochmal irgendwie Sunshine oder so machen, dass man hier entlanglaufen könnte, wenn man das möchte. Und dann geht das, glaube ich, ganz gut ab. Wasser brauchen wir natürlich auch noch. Da weiß ich nicht, wo wir das hinmachen, denn wir haben hier, genau, hier ist die Mitte. So, also hier wäre praktisch unser Weg für, ne, was auch immer. Wenn wir hier wirklich einen Weg haben wollen. Und dann, ja, irgendwie Wasser dazu legen ist doof, ne? Was denn, wenn wir hier praktisch Wasser entlang legen würden und wir machen einen 3 breiten Weg? Das würde, glaube ich, auch nicht so verkehrt aussehen. Müssen wir mal gucken. Also ich glaube, so eine orientalische Villa wäre eigentlich ziemlich cool, oder? Wenn man das noch so verbindet mit dem Garten. Hier in der Nähe war sogar irgendwo so eine super geile. Ach so, ja, okay. Ich habe mein Modpack geupdatet, also ich habe das Update immer lokal gemacht und deswegen sind bei mir die Sachen jetzt nicht alle wieder da. Aber wir hätten irgendwo eine super coole Villa mit, die aus sehr viel Quarz gebaut wurde, mein Gott. Und da wollte ich mal gucken, was man mit dem machen kann. Peresca Bulb. Sind das schon 5? Warte mal. Wildroot, Peresca Blossom, Moonglow Leaves, Aubergine und Terramoss. Das sind 5 Stück, richtig. Ich hatte aber noch was anderes, was ich mal bekommen habe. Terramoss. Ach, das haben wir. Okay. Da war was Borsch, das sind dann diese Dinger hier. Gut, dann haben wir ja alles hier dann angebaut. Das ist pretty nice. Dann können wir die erstmal hier so lassen und können die praktisch immer wieder züchten, wenn wir die brauchen. Also wir werden sie auf jeden Fall brauchen. Oh klar, und wir sollten uns vielleicht auch relativ bald sogar mal um Agricraft kümmern. Das war eigentlich ziemlich nice, ne? Ich glaube hier, Chrissy hat ja schon damit angefangen. Aber ich weiß nicht, ob die schon weit sind. Also ich glaube nicht, dass wir schon irgendwie Erz oder sowas haben.
Aber mit Agrikraft könnten wir uns eben auch eine Erzversorgung machen. Also Eisen züchten und lauter solche Dinge. Das wäre, glaube ich, noch ganz nice, wenn wir das hinbekommen. So, Grünzeug kommen wir weg und die anderen Sachen können wir noch behalten. Ich glaube, mein Backpack ist gerade leer, ne? Ja. Kann ich den eigentlich mittlerweile mal upgraden? Ich glaube, ja. Oh nein. Ich glaube, ich muss niesen. Nicht gut. Oh oh. Ah, geht noch. Oder? Nicht. Okay, ich glaube, oh, ich hasse das, wenn das so ein Stadium ist, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss das gleich niesen, aber noch funktioniert scheinbar alles, also das ist, okay, so, machen wir uns mal ein Diamond Backpack, bada bing. Ich finde es immer noch super schade, dass praktisch die Updates hier noch nicht da sind, also kein Nesting Upgrade, kein Sorting Upgrade, lauter solche Dinge, das wäre super geil, wenn das noch alles drin wäre. Und ich könnte eigentlich auch mal diese ganzen Sachen hier nehmen. Und die in der Schmiede einschmelzen, ne? Wäre natürlich auch sehr sinnvoll. Oh, und übrigens, also ich glaube, den Stream habe ich größtenteils sogar schon zusammengefasst jetzt. Oh, das war jetzt nicht so eine gute Stream-Zusammenfassung, ne? Also, Haus gebaut auf jeden Fall, PvP gemacht, ein bisschen was. Und sonst, genau, eine Lumberex habe ich mir gemacht. Also, damit wir Bäume gut abbauen können. Ich glaube, sonst nicht unbedingt so viel. Ich habe einen neuen Spruch. Ja, den weiß ich. Ich glaube, den habe ich auch im Stream gemacht. Den neuen Spruch hier von... nee, Beschleunigungsstab hatten wir so schon, ne? Ja. Oh lol, das sieht ja echt richtig geil aus. Das sieht ja super sick aus. Mit den Scribbles. Oh, das gefällt mir. Das ist echt schön gemacht. Das Haus generell gefällt mir jetzt nicht so gut. Also die Form davon. Also gibt es, glaube ich, keinen Eingang. Kann das sein? Oder ist der Eingang irgendwo oben? Ha. Also irgendwie gibt es doch keinen Eingang. Okay, das müsste man vielleicht noch beheben. Aber ansonsten gefällt es mir sehr gut. Ich denke mal, das soll der Eingang sein, aber das ist zugebaut. Aber das mit den gekritzelten Sachen gefällt mir sehr gut. Das sieht ziemlich nice aus. Okay, was soll ich? Genau, die Sachen hier einschmelzen. Und ich denke mal, ich werde dann... Oh mein Gott! Okay, vielleicht schmelzen wir dann noch nichts ein. Warte, wir sollten das mal gerade so sortieren, dass wir... okay, das mache ich ein andermal. Ja, der geht ganz gut. Ja, Schmiede sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Sonst ist das, glaube ich, nicht so gut. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau, der Mats, wo ich es gerade hier drüben sehe, dass wir einen Warpzone machen. Das war nämlich auf jeden Fall eine Sache, die wir gerne bauen wollten. Praktisch, dass wir uns überall hin teleportieren können. Und auf den spekuliere ich ja schon ein bisschen länger, aber dafür braucht man eben Embers relativ weit mit dem Alchemie-Table hier. Und der Mats hat das jetzt soweit, glaube ich, alles. Und dementsprechend würde es wahrscheinlich bald eine Folge mit Mats gehen. Vielleicht sogar schon morgen, in der wir praktisch das Ding dann hier zusammen aufbauen. Warum sind hier... Das kann ja wohl nicht ich gewesen sein, oder? Das muss jemand anders gemacht haben. Unerhört. Okay. Ich weiß nicht, ob Weed zu essen ist. Ich glaube, ja. Nehmen wir einfach mal mit Essen dazu. Okay. Ja gut, aber ich glaube, viel mehr gibt es dann eigentlich jetzt gar nicht mehr an der Stream-Zusammenfassung zu sagen. Der Rest ist jetzt praktisch nur noch Sachen, die wir jetzt einfach so noch machen können. Wir können unsere Tools reparieren. Ja komm, wir machen trotzdem kurz die Schmiede hier. Und na, damit das endlich mal richtig ist. Ja, aber ich war so blöd und habe meinen Zauberstab leider überschrieben. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Ding... Ich weiß nicht, ob ich das Ding in der Folge fertig gemacht habe, aber ich habe jetzt praktisch meinen alten Zauberspruch überschrieben und jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Das ist natürlich sehr fatal, dass ich das gemacht habe, aber hey, was soll man dazu noch sagen? Passiert halt, ne? Okay. Okay, jetzt ist Ruhe. Sag das bitte nicht Spark. der ist einfach so gestorben. Ich weiß nicht, wieso ist das passiert? Weiß niemand. So, zack. Und ich wollte noch Kobalt, wenn wir das haben. Aber haben wir nicht unbedingt. Okay. Sieht zumindest nicht danach aus. Dann haben wir... Okay, das passt alles. Sehr geil. Ich meine, Kobalt brauchen wir trotzdem nach wie vor. Genauso wie Manulin. Ich weiß aber nicht, ob wir davon noch was haben. Das ist Ardite. Kobalt können wir hier dann einschmelzen. Stimmt, den Pickaxe-Set könnten wir wieder einschmelzen. Das ist, glaube ich, sehr nice. Unser Hammer besteht ja... Mit was reparieren wir denn eigentlich? Das... Repair Material. Steht das sonst nicht mit dabei? Money Level Kobalt. Oh, wir reparieren den wirklich mit Ardite. Geil. Wegen den Platten dann bestimmt, ne? Ja, ich weiß auch nicht, ob sich das so lohnt, ne? Guck mal, der eine gibt uns hier...
Ich glaube irgendwie nicht, dass sich das so ganz lohnt. Nehmen wir den mal ganz kurz mit und warten, bis der eingeschmolzen ist. Und dann geht's gleich wieder ab. So. Und wir können in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen Redstone drauf machen. Also der Hammer ist schon super, super geil, ne? Und funktioniert gleich auch ganz gut. Stimmt, ein paar von euch haben auch gesagt, jetzt sollen wir den Expander-Modifier noch mit drauf machen. Müsste ich nochmal gucken, ob wir das wollen oder nicht. Und Lapis können wir auch mal. Ich weiß nicht, ob ich so viel Lapis benutzen will. Aber. Will ich so viel Lapis benutzen? Verdammt! Ich glaube ja. Brauchen wir das für irgendwas? Wir brauchen es bestimmt für irgendwas anderes. Egal, wir machen erstmal ganz kurz unser Redstone fertig. Dann haben wir hier zumindest schon mal Haste drauf. Jetzt haben wir Mining Speed 7,6. Und den Rest können wir einfach mal mit Lapis voll machen. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen mehr Luck. So. Haben wir immer noch Luck 1, aber geht bald auch Richtung Luck 2 zu. Das ist natürlich sehr nice. Genau, Molten Kobalt, davon brauchen wir ein Ingot. Für zum Beispiel unsere Schaufel. Das wäre, glaube ich, sehr gut. Und dann können wir noch einen Adat einschmelzen, damit wir noch einen Menelem bekommen. Und damit unseren Rapier reparieren können. Zack und zack. Oh, auf unserem Rapier wäre Mending Moss richtig geil, ne? Können wir uns das machen? Also wenn ihr erstmal Ball of Moss, das kriegen wir bestimmt zusammen. Also ich weiß, dass wir solche Steine haben. Entweder müssen wir die Farm oder hier haben wir drei. Oh, hier haben wir nochmal zwei. Oh, Leute, das sind ja gar nicht meine. Oh, warte. Ich werde so gewöhnt, dass das. Okay, ich behalte es trotzdem mal ganz kurz. Super fair. Also ich weiß, dass wir uns irgendwie Mossy Stonebricks und sowas machen können. Ich glaube sogar mit der Chisel, ne? Ging das nicht so? Ja, wir können, glaube ich, sogar wirklich chiseln. Okay, warte, dann legen wir den mal ganz kurz zurück. Wenn das funktioniert, vorausgesetzt natürlich. Also zurücklegen würde ich sie auch so oder so. Aber, ne? Gehen wir doch mal ganz kurz hoch und dann gucken wir. So Folge soll auch nicht mehr so lange gehen. Ich will nicht wieder so lange hochladen. Eieiei. Also deswegen kam gestern übrigens auch keine Folge, weil ich praktisch die Stream oder den 2-Stunden-Stream hochladen musste. Und das hat, boah, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 14 Stunden oder so geuploadet. Also nur mal so als Erklärung, wieso gestern keine Folge kam, falls ihr euch gewundert habt. Jetzt wisst ihr es. Oh, was mache ich denn hier? Jetzt wisst ihr es. Haben wir irgendwo Mossy Stone? Nein? War das nur ein Skamas, dass es hier gar kein Mossy Stone gibt? Ach klar, ich brauche Mossy Stone Bricks. Okay. Gut, dann haben wir irgendwo Vines, zufälligerweise. Wahrscheinlich nicht, ne? Verdammt! Okay, dann machen wir das wahrscheinlich noch ein anderes Mal. Das heißt, es wird nicht unbedingt so viel Mending Moss geben. Aber das ist für den Rapier eigentlich eine gute Idee, weil benutze ich eben PvP und wenn ich dann irgendwo Monster töte, wie zum Beispiel die Spinne, die ja gerade rumgeschrien hat, dann kriegen wir XP und dann levelt sich unser Rapier und dann können wir das Ganze wieder aufladen. Wow! What the? Das war mal ein sehr gemeiner Creeper. Er wird einfach unsichtbar und explodiert dann. Okay, das will ich nicht mehr gerne mitmachen. So, zack. Und ich glaube, irgendein Teil von meiner Rüstung ist halt wieder kaputt gegangen, ne? Verdammt, okay, gut. Dann würde ich sagen, das war's heute von der heutigen Folge. Minecraft Mage, wenn es euch gefallen hat, lasst sogar eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also da rein, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.